Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und in Dragon Ball Legends ist nun Update 1.8.0 online. Wir werden uns dementsprechend alle Informationen ansehen, was sich denn geändert hat, was denn hinzugekommen ist. Aber ihr seht schon, es ist wirklich sehr, sehr viel. Wir haben die Ankunft des Kaisers, unter anderem die drei Sparken-Charaktere, die im letzten Update geleakt wurden, beziehungsweise in den Daten waren, sind nun erhältlich. Sparken Gohan, Freezer und Sparken Ginyu werden wir es gleich näher betrachten, aber auch gewisse Story-Events und Scout-Kämpfe sind online, sowie Story und das Scout-Kampf von Krillin. Wie gesagt, schauen wir uns gleich alles näher an. Wir betrachten erstmal kurz ausweg die Mitteilung zum Update zu 1.8.0. Was hat sich denn geändert? Denn ihr habt schon gesehen, es ist schon ein bisschen viel passiert. Anyways, wie gesagt, 1.8.0 Dragon Ball Legends. Und zwar wurde nun eine weitere Story hinzugefügt für Teil 1. Kapitel 2 auf Schwer ist hinzugekommen. Könnt ihr jetzt quasi machen, wenn ihr Kapitel beziehungsweise Teil 1 Kapitel 7 auf Schwer geschafft habt, schaltet ihr Kapitel 2 frei auf Schwer. Und weitere Bugfixes gab es, es wurde wirklich sehr, sehr viel geändert. Ich rate das mal ganz kurz durch, und damit wir das hier quasi abhaken. Wenn die Verbindung zum Online-Kampf während der Charakterauswahl abgebrochen wird, wird das Ergebnis genauso beurteilt wie bei Kontaktabbrüchen während des Kampfes. Nice, also es ist ein Win für euch, wenn es zum Disconnect kommt. Die Lampenfarbe des Icons ändert sich nach den freigeschalteten Fähigkeiten der Ausrüstung. Die Fähigkeiten mit hohem Effekt werden in Orange angezeigt. Das ist sehr, sehr gut. Dann seht ihr direkt sofort, okay, das und das ist gut, weil es Orange aufleuchtet. Also es gut, es kommt uns auf jeden Fall entgegen an der Stelle. Unternötige Gegenstände, die man beim Seelenboost finden kann, werden die Abschnitte angezeigt, bei denen man leicht mehr benötigte Gegenstände erhalten kann. Alles klar, ist in dem Fall auch, wird uns gut angezeigt, wo wir was finden können und ein bisschen leichter finden. Finde ich auf jeden Fall gut. Die Sonnenfaust wird nun effektiv auf horizontale Bewegungen. Heißt, man kann nun die Sonnenfaust mit horizontalen Bewegungen nicht mehr ausweichen. Spezialschlagangriff und finaler Angriff sind nicht mehr durch Rückwärtsschritte vermeidbar. RIP. Dadurch können diese nun durch verschwindenden Schritt ausgewichen werden, alles klar. Heißt, wir können das nicht mehr durch einen Rückwärtsschritt ausweichen, die zwei Abilities hier, sondern mit einem verschwindenden Schritt, also wenn ihr das dodgt. Genau, folgende Fehler wurden behoben. Details, Probleme, dass Spieler, die die Verbindung während eines Online-Kampfs absichtlich abgebrochen haben, als Gewinner beurteilt wurde. Also es gab einen Bug quasi, die geliefert sind, haben trotzdem gewonnen, war ein Fehler, wurde jetzt behoben. Die Missionen, deren Abschluss für das Erreichen des Z-Levels nötig sind, wurden nicht richtig absolviert, wurde auch behoben. Kurz vor der Auswirkung des zwanghaften Wechsels von gegnerischen Charakteren oder deren K.O. konnten die zum Kampf ausgewählten eigenen Charaktere nicht gewechselt werden. Ihr merkt schon, also nach dem letzten Update habe ich auch auf jeden Fall sehr gemerkt, dass ein bisschen das PvP darunter gelitten hat, weil da viele Fehler waren. Gott sei Dank wurden diese jetzt behoben, denn das Game lebt von PvP. Bei Deckungswechsel konnte der Befehl zum Charakterwechsel nicht behoben werden. Alright, Anzeigefehler mit der Anzahl von Ausrüstungsplätzen unter Details des wichtigen Charakters. Die Anzeigefehler vom Herausforderungsbonus, der zum Abschluss vom ersten Abschnitt des jeweiligen Bonuskampfes zu erhalten ist. Bei Pflanzenmanns Lähmung wurde der Schadenmodus nicht korrekt ausgeführt, wenn man zu bestimmten Zeitpunkten vom Angriff getroffen wurde. Korrekturanpassung der Texte in der App aufgrund der Meinung von Nutzern und weitere Fehlerbehebungen an der Stelle. Genau so viel zu dem ganzen Update, was behoben wurde, was hinzukam etc. Wie gesagt, ich wollte das kurz mal runterbrettern. Was jetzt quasi wichtiger ist, natürlich ist auch wichtig, aber was quasi neu hinzukam in Sachen Events und Summon, schauen wir uns jetzt an. Nämlich Scoutkampf von Krillin ist online, nun auf Schwierigkeitsstufe hart auf schwer. Könnt ihr gerne mal da reinschauen und euch da Krillin erfarmen an der Stelle. Ihr wisst, die ganzen Scout-Kämpfe laufen. Das sind quasi so Events. Hinzu kamen aber neue Scout-Kämpfe, beziehungsweise sagen wir das ganz kurz das hier ansprechen. Es gibt jetzt ein Sale, weiteres Sale im Shop. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Unter anderem gibt es ein Starter-Pack mit Ginyu. Könnt ihr euch da Ginyu holen mit 1100 Zeitkristallen und 600 Siegkraft von Ginyu. Wir schauen uns gerade die gleiche Täter an. So viel zu dem Sale. Und dann noch kamen noch drei weitere Pakete hinzu. Ihr könnt aber gerne einen Blick drauf werfen, ob ihr da was kaufen wollt. Aber ich persönlich kaufe da an der Stelle von Gemshops beispielsweise. Ihr wisst das zum Beispiel. Beispielsweise bei Uchiha Rajet. Den Link ist in der Beschreibung. Das sind die aktuellen Preise, wenn ihr euch anschaut. Ich habe auch Zeitkristalle bestellt. Die sollten die Tage kommen. Und dann werden wir auf jeden Fall einen Banner summon. Heißt, wenn ihr da quasi was holen wollt. Wir wissen ja, Global, egal bei welchem Shop, ist gerade ein bisschen schwergängig. Läuft sehr, sehr langsam. Müssen noch alles aufholen. An sich der Dienst. Aber alle anderen Games funktionieren an der Stelle. Ich habe, wie gesagt, bei unserem Boy Uchiha Rajet gekauft, bei seinem Gemshop. Die Links in der Beschreibung, falls ihr weitere Informationen braucht, weitere Hilfe braucht, bei mir auf dem Discord-Server, auf dem Textkanal oder wenn ihr mich quasi da direkt anschreibt oder meinem Mod Lie. Genau, anyways, wie gesagt, Scout-Kampf hier an der Stelle von Bartha findet statt. Bartha hat jetzt auch seinen Scout-Kampf bekommen, geht bis zum 28.06. 8 Uhr morgens ist das Ganze online. Könnt euch mal ansehen, was hier Bartha macht. Aber die Ginyu-Force an sich, wenn ihr Ginyu zieht, Sparking Ginyu, das Team wird sehr, sehr spicy auf jeden Fall, weil sie ihre Z-Abilities teilen sich wirklich unter einem sehr, sehr guten Boost geben sich da. Scout-Kampf von Guldus ebenso online.
ja, das Story-Event von Ginyu Kommando schauen wir uns gleich an. Und hier schon ein Teaser. Oh, von Rikum und Jeez, die werden dann natürlich auch noch kommen. Ich schätze dann, wenn die Scout-Camp von den beiden Jungs offline gehen, also am 28.06. kommen dann Rikum und Jeez da an der Stelle. Wie gesagt, genau, Bartha hatten wir gerade angesehen. Guldo an der Stelle hier, könnt euch auch gerne mal ansehen, was der hier bringt. Und genau. So, Story-Event zum Ginyu-Event. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem Scout-Kampf. Das ist nämlich ein Story-Event. Das ist das Nachspiel des Originals. Unter anderem droppt hier auch Ginyu-Hero-Type natürlich, aber auch solide an der Stelle, gleich mal so schlecht kann man auch holen in den Ginyu-Team spielen. Natürlich sind von Hero-Charakteren, wissen wir, die Sets nicht so dolle wie von Xtreme oder Sparking, aber an der Stelle Free-to-Play-Charaktere. Ihr könnt das Event auf jeden Fall machen und euch die Jungs hier holen, weil das Ginyu-Commander, das Ginyu-Team wird auf jeden Fall sehr gut, wenn ihr vor allem Sparking Ginyu zieht. Unter anderem gibt es noch neue Event-Ausrüstungen, neue Items, die hier droppen aus dem Event, aus dem Story-Event. Also die Ausrüstung, wisst ihr, können wir ausrüsten unsere Charaktere, die gehen im Bonus, zum Beispiel Platz 1 hier gibt Lebensenergie bis zu 10%, Platz 2, Platz 3 müssen wir freischalten etc. Das von Krillin ist auf Silber gar nicht mal so schlecht, gibt bis zu 15% Bars Lebensenergie auf Platz 1, könnt ihr mal gerne anschauen, was es noch gibt auf Platz 2 und 3, Platz 2 und 3 müssen wir aber freischalten. Guldo, ja, Lebensenergie auch an der Stelle auf Platz 1, Rikum auch, aber bis zu 15%, bis zu 20% Schlagverteidigung, Fernverteidigung auf Platz 2 und 3, also die Ausrüstung sind auf jeden Fall solide von den Ginyu Force Kommandos und wenn ihr die droppt, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen, euch die entsprechenden Charaktere damit auszurüsten. Ihr seht aber schon, das ist alles für das Ginyu-Kommando und heißt, wenn ihr euer Ginyu-Kommando wirklich an der Stelle sehr gut ausbaut, wenn ihr da die guten Charaktere zieht, vor allem Spark und Ginyu, dann könnt ihr euch echt ein gutes Ginyu-Team bauen. Kommen wir jetzt zum letzten, nämlich das neue Banner. Das neue Banner ist online von Ankunft bzw. Ankunft des Kaisers mit dem neuen Freezer. Unter anderem haben wir auch Sparking Gohan und Sparking Ginyu, wenn wir uns die Charaktere gleich detailliert ansehen. Das Ganze ist jetzt online und geht bis zum 12.07. 8 Uhr morgens. Die Charaktere selbst, was haben die Charaktere hier an der Stelle drauf? Wir haben hier Final Form Freezer, natürlich Sparking Charakter ist vom Gelb-Typus bzw. Element Gelb. Schlagangriffstyp heißt, Schlagangriffe machen mehr Schaden an ihm. Seine Spezialattacke ist Todesball, fügt Feind enorm Explosionsschaden zu und Gegner erleidet 15% mehr Schaden von Schlagangriffen für 15 Sekunden. Auf jeden Fall sehr solide. Die Hauptfähigkeit an der Stelle ist, du bist es, der stirbt. Als nächste Karte zieht er finaler Angriff Künstlerkarte, also er zieht eine weitere Spezialkarte, die heißt tödliche Katastrophe. Hauptfähigkeit ist diese Fähigkeit, wenn ihr auf das Icon im Kampf eures Charakters klickt, unten links auf euer Icon, auf euer Profilbild, wenn ich das so sagen darf, und dann droppt er die Karte. Ähnlich wie mit Super Saiyan Goku, den wir haben, der vom roten Typus, vom roten Element, ist das von Freeza auch, dass er dann eine weitere Spezialkarte zieht. Genau, Finalattacke ist an der Stelle tödliche Katastrophe, fügt Feind enormen Explosionsschaden zu. Superattacke ist Telekinese. Superattacke sind die grünen Karten, die ihr einsammelt. Bei Treffer, Gegner wird gelähmt, erleidet 15% mehr Schaden von Angriffen für 15 Sekunden. Und Sie-Fähigkeit 3 ist hier, er gibt Basisschlag und Fernverteidigung, das ist ein Bonus, er gibt Basisschlag und Fernverteidigung für Element Gelb 24% ab. Element Gelb, ja, ist schwierig. Ich finde da Sehbilder ist die auf Tags hinweisen viel geiler, zum Beispiel Saiyan oder Ginyu Kommando etc. Aber er gibt Basisschlag und Fernverteidigung hier an, der schönen Boost. Einzigartige Fähigkeit von ihm ist hier gegen Saiyajins. Wenn er gegen Saiyajins kämpft, bekommt der Schlagangriff ab. 20% mehr Schaden macht er gegen Saiyajins durch Schlagangriffe. Und wenn er gegen die Freezer-Armee kämpft, gibt der zugefügten Schaden, also sein zugefügter Schaden wird hier erhöht. Gegen Freezer-Armee Schlagschaden 15% wird ja, erhöht ist ein Buff an der Stelle, beziehungsweise genau, er hätte diesen Buff, wenn er gegen die Freezer-Armee kämpft. Wirkt aber nicht gegen Charakter Freezer selbst, ja, also deswegen, ja, sondern nur gegen andere Freezer-Armee, warum auch immer. Ginyu an der Stelle ist ein Tank, Verteidigungstyp, Element Grün, Spezialattack ist die Milchkanone, fügt Feind enorm Explosionsschaden zu, Gegner erleidet 15% mehr Schaden von Schlagangriffen für 15 Sekunden, Hauptfähigkeit ist, ich nehme deinen Körper. Als nächste Erweckungsangriff Künstlerkarte zieht der Körpertausch, ist quasi die lila Karte. Und tauscht dann mit dem Gegner Körper, fügt ihm Schaden zu. Oh, Stromsparmodus wollen wir an der Stelle aktivieren. Und genau. Erweckungskarte hier an der Stelle, beziehungsweise er zieht ja dann quasi Erweckungskarte durch seine Hauptfähigkeit. Und dann ist es quasi, dass das hier angezeigt wird. Fügt Feind enorm Stichschaden zu und fügt Gegner bei Treffer Blutung zu. Was? Blutung? Blutung an der Stelle? Krass, dass sowas eingeführt wurde. Okay, okay, interessant, interessant. Superattack ist Kampfhaltung, Gegner erhält 20% mehr Schaden von Fernangriffen, Sie-Fähigkeit 3, im Kampf maximal Basis-Lebensenergie von Ginyu-Kommando 22% ab. Ihr merkt schon, wenn ihr mit ihm ein volles Ginyu-Team baut, sehr solide auf jeden Fall. Seine einzigartige Fähigkeit an der Stelle ist, wenn ein Kampfmitglied zur Freezer-Armee gehört, wird der Schlagschaden um 20% erhöht. Pycon kennen wir es auch im Banner drin, sowohl als auch Piccolo und unser neues Sparking Gohan Kind ist vom Element Gelb, Schlagangriffstyp,
Spezialattacke ist Masenko, fügt Feind enorm Schockschaden zu, Schlagschaden 20% ab, für 15 Sekunden Hauptfähigkeit ist Kampfbereitschaft, erhöht seinen Schlagschaden um 50% für 15 Sekunden, 50% ist sehr, sehr gut an der Stelle. Superattacke ist Key-Freigabe, Schlag- und Fernschaden werden um 20% erhöht für 20 Zeiteinheiten, also 20 Sekunden, Zeiteinheiten sind Sekunden. Siehfähigkeit im Kampf, also jetzt Siehfähigkeit 3, im Kampf Maxis Basis-Lebensenergie halb Saiyajins 19% ab. Also an der Stelle gibt es einen Halb-Saiyajins einen Boost, andere Halb-Saiyajins wir hier an der Stelle Pan, die wir schon haben. In der Kombo mit Gohan auf jeden Fall sehr solide. Einzigartige Fähigkeit, Combo, also die einzigartigen Fähigkeiten sind zum einen, bei drei verbleibenden Kämpfern erhöht der Schlagschaden um 20% ab. Also in der Zeit, wenn drei verbleibende Kämpfer auf dem Schlachtfeld sind, dann erhöht sich der Schlagschaden um 20%. Und das ist krank. Rache Piccolo. Wenn der verbündete Piccolo kampfunfähig wird, erhöht er seinen Schlagschaden um 35%. Und das Gute ist auch, dass Piccolo hier quasi in Banner ist. Heißt, wenn ihr Piccolo zieht, könnt ihr die beiden auf jeden Fall in ein Team tun. Und falls Piccolo quasi kampfunfähig wird, boom, wird unser Boy hier wirklich eskalieren. Also 35% dadurch. Ansonsten, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn ihr dann noch die Hauptfähigkeit aktiviert, kriegt ihr nochmal weitere 50% drauf. Also wären wir bei 85%, wenn das zutrifft, wenn Piccolo noch kampfunfähig ist. Also so Gohan, echt solide an der Stelle. So viel zu den ganzen News. By the way, nicht wundern, das ist quasi ein Account auf meinem Handy, dass die News raushauen kann. So viel zu den News. Aber das Banner selbst, wenn wir uns das Ganze ansehen, ist natürlich online. Siegkraftliste können wir uns gerne mal ansehen. Ist mehr oder weniger gleich. Ja, wir haben ja noch 5% Jobrate für die Spartan-Charaktere. 5 Spartan-Charaktere sind an der Stelle drin. Und auch sehr viele neue Extreme- und Hero-Charaktere. Die sollte man auch nicht unterschätzen. Wirklich, die sind echt solide. Könnt ihr euch mal näher Details ansehen. Und genau die wichtigen Charaktere haben wir jetzt dementsprechend angesehen. Wir haben jetzt zum einen Freezer. Ginyu haben wir und natürlich Gohan und Gohans Artwork ist echt geil. Leider kann ich die Animation nicht triggern, weil ich nicht gezogen habe, aber so viel zu den Informationen, zu den ganzen Charakteren, zu den ganzen News, was zum Update 1.8.0 erschienen ist. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.